Weiter geht es mit einer neuen monströsen Folge Shadows of the Damned. Und wir sind immer noch hier in der Stadt, natürlich in der Hölle unterwegs. Das Ganze hier sieht sehr stark nach einem Friedhof aus. Cemetery. Really? I had no idea. No, there isn't. No need to get snippy. It's just this wasn't here before. Since when do demons get buried? Since I came to town. Okay, das ist definitiv ein Friedhof. Und irgendwas sehen wir hier drüben. Ein Kreuz. Whoa, who did this? Mr. X. Only a demon hunter could kill this many and not be lying dead next to them. Ein anderer Dämonenjäger oder ein anderer Dämon? Ich meine, wir haben ja gelernt, dass Dämonen auch gerne mal andere Dämonen essen oder abschlachten oder vergewaltigen oder sonstiges. Okay, hier drüben ist ein Baby. Gehirn. Das Baby braucht unbedingt ein Gehirn, damit es denken kann. Können wir hier hin? Any suggestions? Aim for the head! Not that you really have a choice. Ach ja, wie nett. Wie unheimlich nett. Die haben mir hier schon mein Grab ausgehoben. Okay, Moment. Wir müssen erstmal den hier aus dem Weg räumen. Oh, wow, 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 wow. Junge, ich hab dich doch getroffen. Wie kann das sein? Immer schön hier in die Nüsse donnern. Und dann zerplatzen sie. Bam! Alles klar, gehen wir wieder rein. Und zerstören hier diese widerliche Maschine. Okay, Moment, hier kommen immer wieder neue und ich kann mich hier nicht rausrollen. Die Finsternis geht mir hier gerade ganz schön auf die Nerven. Was ist denn los? Johnson hat einen Durchhänger? Boah, das ist ja mies. Okay, wir müssen hier unbedingt was trinken. Jetzt oder nie? Tequila. It's good. Ah. Dämonenpack. B, 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 B. Fuck you. Fuck you von hinten. Ah. Okay, ich muss weitermachen. Ich muss hier drüben an den Schädel ran. Aber anscheinend kommen hier immer wieder neue. Andererseits, hier kann man sich auch ziemlich gut hochfarmen. Denn wir alle wissen jetzt, wie wertvoll hier diese Edelsteine sind. Diamanten oder Juwelen. Alles klar, der Junge hat doch hier seinen Arm verloren. Oh, wir können die auch hier schlagen und sie wandeln sich um. Das ist gut zu wissen. Aber langsam geht mir auch die Munition aus. So, das hier hätten wir. Jede Menge Klunker. Und natürlich ein Gehirn für mein Baby. Okay, wir nehmen hier mal den Boner wieder raus. Wir müssen ein bisschen Munition sparen mit der Shotgun. Ich will es auch nicht unbedingt übertreiben. Das Gehirn nehmen wir mit. Ah, den kleinen Mann hier unten zertreten wir. Ah, da kommt die Suppe raus. Alles klar, Munition hier drüben brauchen wir nicht. Blaue Munition. Na, ein bisschen was können wir hier noch mitnehmen. Tja, das Grab hier völlig umsonst ausgehoben. Was stand hier drüben? Ich kann es gar nicht so genau lesen. Beerdigt in einer lilanen Lederjacke. Okay, hier drüben ist noch so ein bisschen Boner-Munition. Aber Boner-Munition finde ich ja ohne Ende. Mein Boner ist immer wieder bereit. Willi!
Okay, Freunde, wir sind hier im nächsten Akt angekommen. Hier drüben ist der magische Stuhlgang von Willy. Und wir nähern uns jetzt diesem riesigen Turm. Darkness. Where is a god when you need one? Okay, okay. Crazy idea, G. What if we use that chandelier? Alles klar, hier kommen wir nach oben. Wir können auch schwingen. Können wir auch schießen? Anscheinend nicht, aber wir können bestimmt hier dagegen schwingen. Und diese Kugeln hier zerstören. Wir räumen hier einfach die ganze Gegend ab. Können wir auch runtergehen oder hochgehen? Ich weiß es leider nicht, aber wir können hier noch die Kamera bewegen. Ah, hier drüben. Hier drüben ist das nächste Ding. Wir können hier sogar Dämonen wegmähen. Also ich muss sagen, so ein Kronleuchter ist ziemlich praktisch. Alles klar, wie kommen wir hier eine Ebene höher? Zack, erledigt. Na also. Der Turm hier sah extrem schwierig aus, ist er aber gar nicht unbedingt. Ist eigentlich eine ziemlich ruhige Nummer. Oh, sehr viele Diamanten, die wir hier mitnehmen können. Alles klar, die nächsten hier. Aber eine coole Idee, hier mit dem Kronleuchter. Das ganze Level hier können wir zerlegen. Und wir selber nehmen hier gar keinen Schaden. Wir können also immer wieder schön hier durch die Gegend schwingen und einfach alles mitreißen, was wir wollen. Dazu natürlich die perfekte Sounduntermalung. Na, ich muss ein bisschen weiter runter. Aber das Ding hier hat eine sehr merkwürdige Lenkung. So. Und zack. Jetzt habe ich hier den Bogen raus. Wir können die nächste Stufe erreichen. Moment, Moment, Moment. Hier müssen wir wieder schwingen. Die Höhe hier ist eigentlich ziemlich gut. Na, noch ein bisschen tiefer gehen. Alles klar, wir drehen uns hier einmal, spielen hier Mixer. Können die Dämonen hier irgendwas machen? Können sie uns stoppen? Ich glaube nicht. Ah, noch ein kleines bisschen weiter runter und wir drehen hier einmal durch. So. Und... Alles klar, wir sind ja am Ende. You see? Chandelier. Brilliant idea. For one you pulled out of your ass. Wrong. I don't have an ass. Willy, Stuhl ab. Wir können weiterziehen. Okay, der Turm hier eben gerade war eigentlich eine ziemlich schnelle Nummer. Ich habe mir das Ganze ein bisschen länger vorgestellt. Egal, wir müssen weitermachen. Wir müssen Paula retten. Wenn nicht wir, wer dann? Für die Liebe. Wir tun alles für die Liebe. Ein sehr nobles Ziel, eine sehr edle Motivation. Na, warte mal, wenn ich hier dagegen feuer, bekommen wir da Steine raus. Na gut, wir bekommen was zu trinken. Sollte man auch nie verachten. Und was bekommen wir hier drüben? Munition. Ich habe Munition für den guten alten Boner. Alles klar, wir können weitergehen. Immer so ein bisschen umsehen. Am Ende übersehe ich irgendwas.
Muss ja nicht unbedingt sein. Gehen wir rüber zu Christopher. Ich könnte mir hier wieder einen Rubin holen. Hey, Chris. How'd you two get here so fast? Y'all rode the chandelier, didn't you? Oh, yep. Alles klar, einer geht's. Und sonst hätten wir hier noch Munition und Getränke. Nee, können wir weitermachen, obwohl die Dinger hier sind im Angebot. Andererseits drei Stück. Nee, es sind ja gar nicht im Angebot. Oh, meine Hand! Oh, ist das widerlich. Jedes Mal diese angekotzten, stinkenden Dinger. Gut, was nehmen wir? Lebensenergie? Lebensenergie oder hier so ein bisschen die Feuerrate, die Größe oder die Betäubungszeit. Die Größe wäre eigentlich ganz gut, denn irgendwann treffe ich gleich eine ganze Ladung auf einmal. Gesundheit kam ich bis jetzt eigentlich immer sehr gut voran. Wir nehmen die Größe hier beim Lichtschuss. Dankeschön. Nehmen wir gerne mit. Da wäre ich wieder bei 11. Jetzt hier so ein roter Stein wäre auch ganz schön. It sounds like a cat having sex with a harmonica and not the consensual kind. Hey, every demon has the right to pick the music for his own funeral. The excrement is really hitting the proverbial fan here, G. I'm what you might call concerned. Me too. Concerned this kill is gonna be over too quickly. Might I suggest we not just stand here? Before you die, demon scum, I will carve my name into your flesh. That name is Garcia Hotspur, hunter of demons and slayer of Camerons like you! Okay, eine Sache muss man uns auf jeden Fall lassen. Wir haben ganz schön Cojones. Hat er eben gerade gefurzt? Ach ja, wenn ich jetzt hier so die Mutter Monika sehe, kann es sein, dass der Mann ist, der sich damals selbst gegessen hat. Alles deutet hier so ein bisschen darauf hin. Yes, hier, sauber getroffen. Erst erledige ich dein Pferd und dann dich. So machen wir das eben hier in der Gegend. Aber warum müssen alle Gegner hier kacken? Boah, so ein Shit. Das ist gar nicht cool. Okay, ich muss unbedingt hier seine Innereien treffen. Klar, ich könnte auch ausweichen, aber ich habe keine Zeit für sowas. Schaden machen ist immer wichtiger. Okay, warte mal, hier drüben Munition. Sehr gut, nehme ich mit. Sehr schön, wieder hier sein Pony getroffen. Irgendwas lädt er hier auf. Soll ich mir Sorgen machen? Ich glaube schon. Abgestuhlt. Du widerlicher Widerling. Und wieder rein mit uns.
Ah, Mist, der dreht sich um. Alles klar, raus hier, wir verbrennen sonst. Okay, der dreht hier noch eine Runde. Ja gut, so lange heilen wir uns. Yep, getroffen. Und jetzt geben wir ihm. Aber so richtig. Friss meine Zähne. Dämonenabschaum. Okay, blaue Munition. Blaue Munition. Ich brauche unbedingt mehr blaue Munition. Na, wieder die Nummer hier. Yes! Ist er am Ende? Leider nein. Wahrscheinlich drei Runden. Die Gegner hier funktionieren nach dem System der drei. Geh kacken, Junge. Geh kacken. Was für ein lieblicher Klang. Wenn ein Pony kacken muss, klingt das genau so. Er liegt am Boden. Wir machen die Rolle und ballern hier mal schön rein. Ah, ein paar Treffer habe ich ihm gegeben. Yes! Der war gut. Boner raus. Ich boner dir einen rein, Kumpel. Ah, Mist. Hier hätte ich ihn eben gerade treffen können. Er macht einen Slide. Er lernt dazu. Okay, maximale Munition. Junge, geh mal kacken hier, bitte. Ich muss dich zerstören. Er dreht wieder seine Runde. Na, wir nehmen wieder den hier. Wow, 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 wow. Das war ein Schlag eben gerade. Der hat gesessen von ihm. Ich kann ihn so nicht treffen. Okay, wir haben zwei Punkte hier. Na, vielleicht geht die Runde hier noch ein wenig länger als erwartet. Oh, yes. Komm schon, der hat doch gesessen. Ich habe ihn doch eben gerade richtig gut getroffen. Oder nicht? Ah, der ist so schnell hier unterwegs. Einmal hier die Rolle machen, umdrehen. Na also, läuft doch. Also langsam muss er doch wirklich am Ende sein. Boah, die Dinger hier machen einen Schaden.
Okay, das ist definitiv der Mann, der nie genug bekam. Die Mundharmonika, der unersättliche Hunger. Das Ganze deutet ziemlich stark darauf hin. Er liegt am Boden. Und nun... Ah, hierhin. Der nächste Punkt. Und hier drüben. Der Rücken. Alles klar, Kleiner. Wenn du mir kein schönes Upgrade gibst, wer dann? Bisschen Heilung nehmen. Ich will jetzt hier am Ende kein Risiko eingehen. Wow, 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 wow. Mach die Rolle, roll dich hier raus. Boah! Wenn der sich einmal hinlegt, dann legen wir uns auch hin. Alles klar, er liegt am Boden. Ist das widerlich? Ist das absolut widerlich? Warum muss hier jeder kotzen oder kacken? Wir sammeln hier mal so ein bisschen Munition ein. Und dann heilen wir uns wieder hoch. Das Ding eben gerade war ziemlich eng. Au! Niemals, niemals unter einem Riesen stehen bleiben. Renn, 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 renn. Wir drehen hier eine Runde. Warum ist der auf einmal so schnell? Alles klar, noch ein bisschen rennen. Noch ein bisschen heilen. Ich muss seinen Rücken sehen. Aber ich kann irgendwie nicht an ihm vorbeirollen. Zumindest nicht besonders gut. Alles klar, wir haben Schaden ausgeteilt. Wir müssen hier wieder die Rolle machen. An dem riesigen, stinkenden Fuß vorbei. Uah. Nein, zu früh gerollt. Schnell runter damit, schnell runter damit. Yes! Yes! Munition hier drüben. Was zur verfluchten Scheißhölle! Okay, ich denke mal, der Junge hier bekommt keine zweite Chance. Now here's a pretty prize. I smell an upgrade. Plug it in, G. Okay, was Neues.